Ja, mein Name ist Dietrich Fritsche. Ich bin Seniorwissenschaftler im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Da ich aus der DDR komme, in der DDR Polarforschung betrieben habe, dort aktiv gewesen bin seit 1976 und übergeleitet worden bin in die bundesdeutschen Dimensionen der Polarforschung, ganz neue Möglichkeiten erfahren habe und sagen muss, dass diese Überleitung vielleicht nicht immer typisch war, aber sie war sehr fair. Geändert hat sich selbstverständlich sehr viel. Wir haben vor der Wende ausschließlich mit der Sowjetunion kooperiert, hatten also den starken russischen Partner an der Seite. Durch die Wende sind wir in die internationale Szene eingebunden worden und das macht sehr viel Spaß. Und die Möglichkeiten, die wir haben, beschränken sich nicht nur auf die Antarktis, wie das früher gewesen ist, sondern auch auf die Arktis weltweit. Und das ist natürlich eine Herausforderung und eine sehr schöne Aufgabe. Ja, Manuela Kaspar-Kleritsch, ich leite bei der Deutschen Welle Wirtschaft und Wissenschaft, die Hauptabteilung. Und ich war zur Zeit des Mauerfalls auch schon Journalistin, eine junge Journalistin, und habe den Mauerfall begleitet und auch die Entwicklung, nicht nur im Wissenschaftsbereich, sondern auch im Wirtschaftsbereich in der Zeit. Also rückblickend muss ich sagen, dass wir da doch relativ anmaßend auf die DDR-Wissenschaft geguckt haben, denn auch als Journalisten. Wir hatten eigentlich das Gefühl, da ist wenig, was übernommen werden kann und es muss alles neu aufgebaut werden. Ob diese Einschätzung richtig war, das wage ich jetzt zu diesem Zeitpunkt zu bezweifeln. Aber damals, muss ich zugeben, haben wir so gedacht und wir haben uns ja auch die Fachbereiche und so angeguckt und wo geforscht wurde und es sah auch optisch jetzt nicht so ansprechend aus und also wir hatten eher einen negativen Eindruck vom Zustand der DDR-Wissenschaft. Das ist aber jetzt keine wissenschaftliche Sicht, sondern es ist die journalistische Sicht. Das ist die Sicht einer jungen Journalistin, die damals Fernsehreportagen gemacht hat. Also das ist jetzt nicht unbedingt so fundiert, wie vielleicht ein Wissenschaftler argumentieren würde, das muss ich zugeben. Ja, also ich erinnere mich, ich glaube, es war 89 oder auf jeden Fall Ende 89 oder Anfang 90, da sind wir nach Leipzig gefahren, Nationalbibliothek, und wollten dort zeigen, was an Schätzen, auch an Buchschätzen da ist. Und wir waren ein Videoteam und damals war ich noch beim RIAS und wir konnten Inkunabeln und die Gutenberg-Bibel ohne Probleme filmen, wir konnten Licht aufbauen, also blättern wäre jetzt übertrieben, aber es gab überhaupt keine Beschränkung und das ist ein Zustand, den man heute garantiert nicht mehr erreichen würde. Also das heißt, die Schätze, die Kulturschätze waren damals auch ja frei verfügbar fast für Journalisten und im Nachhinein kriege ich da immer noch einen Schreck, das muss ich zugeben. Also ich glaube, ich habe ja mit DDR-Wissenschaftlern auch gesprochen, verschiedene Fachbereiche, sowohl Geisteswissenschaftlern als auch Naturwissenschaftlern. Und da herrscht doch das Gefühl vor, dass man erstmal übernommen wurde und bis man sich selber entwickeln konnte, dass das doch viele Jahre gedauert hat, weil man natürlich nicht auf demselben Level, was jetzt Publikationen und so weiter betrifft, gestartet ist. Und da wurden viele Stellen dann eben auch mit, ich sag mal, Westlern besetzt und das wurde durchaus negativ gesehen. Und das hätte man besser machen können. Heute, muss ich sagen, arbeiten wir journalistisch sehr viel in der ehemaligen DDR, also in den neuen Bundesländern. Und da gibt es logischerweise hervorragende Wissenschaftler, die es mit Sicherheit damals auch schon gab. Aber jetzt gibt es tolle Institute. Wir machen viele Berichte und für uns ist eigentlich egal, ob das jetzt in Bayern oder in Leipzig ist. Entscheidend sind die fachlichen Themen. Ja, mein Name ist Bernd Rauschenbach. Ich bin Direktor und Vorstand des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung in Leipzig und bin dort gleichzeitig noch Professor an der Universität Leipzig auf dem Gebiet der Physik. Nur einmal bin ich einer von vielen natürlich, die das selbst erlebt haben. Zum anderen glaube ich, ich bin einer derjenigen, die aus Ostdeutschland in den westlichen Teil berufen wurde, schon während der Wendezeit. Und das war, ich glaube, der erste oder zweite, der von Osten nach Westen berufen wurde. Und damit bin ich natürlich mit beiden Wissenschaftssystemen sehr gut vertraut. Also ich glaube, wir haben alle zusammen einen sehr, sehr guten Weg genommen. Die beiden Wissenschaftssysteme, die wir im Osten und Westen sind zusammengeführt und das zum Wohle, ich glaube, der gesamten Gesellschaft.
Und das, glaube ich, ist ein ungeheurer Gewinn. Bei vielen kleinen Problemen, die es gibt, ist das ein Riesengewinn für uns alle. Mein Name ist Jürgen Kocker. Ich bin Historiker und war 1989, 90, 91 im Wissenschaftsrat und dort mit der Vereinigung der beiden Wissenschaftssysteme befasst, im Bereich Geisteswissenschaften vor allem. Also unter den Erlebnissen, die besonders haften geblieben sind, nenne ich vor allem die Besuche bei Instituten für Geschichte, für Literatur, für Philosophie, Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR, die wir als Kommissionen des Wissenschaftsrats, besetzt meistens durch westdeutsche Wissenschaftler, besuchen mussten, um sie zu evaluieren, um dann zu entscheiden, ob sie fortgeführt oder nicht fortgeführt werden sollten. Und das hat schwierige, asymmetrische Situationen der Diskussion ergeben, denn es war klar, die einen, die Kollegen aus dem Osten wurden begutachtet und wir waren diejenigen, die auf der Siegerseite waren und nun begutachteten und über sie entschieden. Geschichtswissenschaft war, wie auch Philosophie, ein außerordentlich politiknahes und damit systemnahes Fach. Und die Geschichtswissenschaft, wie sie in der DDR betrieben wurde, unterschied sich damit viel stärker von der Geschichtswissenschaft, wie sie in der Bundesrepublik oder in anderen westlichen Ländern betrieben wurde, als dies etwa im Falle der Mathematik oder der Verfahrenstechnik der Fall gewesen ist. In der Konsequenz wurden auch sehr viel mehr Institute aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, wie es damals hieß, abgewickelt und Professuren in diesen Bereichen neu besetzt, auch neu definiert. Also sehr viel mehr geschah dies im Bereich der politiknahen und ideologienahen Geistes- und Sozialwissenschaften als im Bereich der Natur- und Technikwissenschaften, die da etwas selbstständiger und weniger politiknah waren im Großen und Ganzen. In der Tat war es eine Hoffnung, die einige von uns, die wir damals agiert haben, teilten, dass nicht nur das westdeutsche System auf den Osten ausgedehnt würde, sondern dabei auch dieses westliche System verbessert und selbst verändert würde. Denn es war nicht das beste System der Welt und schon gar nicht das beste denkbare System. Das ist kaum gelungen, fast gar nicht. Es ist aber gelungen, dass qualitativ sehr viel unterlegenere, auch schlechtere ostdeutsche System über die nächsten Jahre sehr stark an das westliche Niveau heranzuführen. Und das ist eine große Arbeit und ein großer Erfolg gewesen.